Hör mir auf. Er trudelt wie ein Ei. Echt. Also Nicole Friedersdorf bei ihrer Modellflugpremiere. Jetzt ja. Also, aber man muss sich richtig, richtig konzentrieren. Also die Konzentration, wenn die nachlässt, dann schmiert der Flieger sofort ab. Zwischen Himmel und Erde, der Traum vom Fliegen. Heute aus Lauterbach im Vogelsberg. Die promovierte Genetikerin Nicole Friedersdorf wollte schon immer mal ein Flugzeug steuern. Ein kleines mit einer Fernbedienung. Die Flugmodellbaugruppe Lauterbach bietet für solche Wünsche Schnupperkurse an. Kostenlos. An diesem Wochenende gibt es auf dem Flugplatz des Vereins auch noch viel zu sehen. Nachbauten historischer Segler in einer ganz kleinen Meisterschaft. Nicole ist es vor dem Start nicht ganz so wohl. Also ehrlich gesagt habe ich Angst, dass ich denen was schrotte. Weil ich kenne mich halt. Ich habe früher so als Kind so ein fernsteuerbares Auto gehabt und das habe ich auch hingekriegt, dass ich das geschrottet habe. Also, die sehen so schön aus hier, die Flugzeuge. Ich habe wirklich Angst. Ehrlich. Felix, hast du an? Felix Otschko ist Nicoles Fluglehrer. Ja, einmal das Gerät. Super, danke. Ja. So, kommen wir zu den grundlegenden Fakten. Hier auf dem Knüppel geht's, wenn man nach unten geht, sieht man jetzt hier, das Ruder geht nach oben. Das heißt, der Flieger steigt dann nach oben weg. Okay. Alles klar bis jetzt? Also bis jetzt ist alles klar. Hinten ist vorne ist hinten und links ist rechts. Also es ist alles prima. Ich bin begeistert. Meinst du, sie hat alles verstanden? Ich hoffe es. Er hat hier einen Schalter. Dann kann er zur Not umschalten, wenn ich Mist baue. Also alles gut. Der da. Genau, hier der. Das ist der Mistbauschalter. Ob sie ihn braucht, den Mistbauschalter? Jeder Millimeter am Steuerknüppel hat Folgen. Na, das ist so viel gewesen. Nein. Das will ich, ja. Es ist ziemlich windig und so ein Flieger wiegt nicht viel. Das ist auch, das ist zu viel. Der trudelt jetzt so ein bisschen. Genau, jetzt wieder ein bisschen mit dem Querruder auf dem linken. Auf dem linken? Jawohl. Okay. Jetzt. Ja, genau. Es läuft ganz gut da oben. Wunderbar. Auch dank der Tipps. Am besten immer mit kleinen Ausschlägen machen. Ich glaube, ich mache das einfach zu doll. Genau, einfach. Aber dann geht's richtig gut. Ich bin stolz. Sehr gut. Also wirklich, bin überrascht. Nach einer Flugstunde landet Felix erstmal und Nicole ist glücklich. Und dann? Das macht wirklich richtig Spaß, das Fliegen. Ich glaube, das ist so im Kleinen die Faszination Fliegen an sich. Das macht richtig Spaß. Das macht richtig Laune. Also ich hätte es ja nicht gedacht. Aber ich kann die Jungs jetzt hier echt gut verstehen. Irgendwie auch nur Jungs. Ja, tatsächlich. Es sind nur Männer. Keine Telemetrie. Mit Problemen. Oh Mann, was ist das für eine Kugel? Der hier will so gar nicht. Ist man eigentlich sauer auf den Flieger, wenn er nicht fliegt? Nein, ist man nicht. Deswegen heißt es wahrscheinlich auch Modellsport. Ein Sport fast ohne Frauen. Warum eigentlich? Woran das liegt? Also ich habe auch schon ein paar Frauen fliegen gesehen. Die können das auch einwandfrei. Aber warum dir Interesse da fehlt, weiß ich leider nicht. Weil es vielleicht an der Menge an Männern liegt. Das wird's wohl sein. Alle diese Flieger sind selbst gebaut. Auch die Elektronik. Übrigens, für gewöhnlich kämpft Nicole aus Nidda in einer 35 Kilo schweren Rüstung mit Schwert überaus erfolgreich bei deutschen Europa- und Weltmeisterschaften im historischen Schwertkampf. Die Männer würden das keine einzige Minute überleben. Und für Nicole wiederum sind die winzigen Regler eher ungewohnt. Es ist ein mega krasser Widerspruch. Deswegen habe ich ja auch gedacht, dass ich hier die armen Flugzeuge hier total in den Boden ramme. Aber es funktioniert. Anscheinend kann ich doch irgendwie umstellen. Und jetzt wird Nicole nicht nur fliegen, sondern auch landen. Jetzt? Ja, ich lande. Ups. Guck mal, ich fahre jetzt gleich den Mann da um, der da steht. So. Perfekt. Okay. Bisschen zu langsam, aber dafür ist der Flieger älter. Hey. Super. Yes. Okay, ja, ich habe es irgendwie geschafft, aber nur mit Felix Hilfe. Also, ich habe es nicht in den Boden gerammt und das Flugzeug lebt noch. Ja, also. Und was war das für ein Gefühl? Echt super. Also, ich kann nur, also, Ladies, ich kann es euch empfehlen. Die Jungs sind auch echt nett hier.
Und es macht echt Spaß, es macht wirklich Spaß. Ich bin so ein bisschen stolz auf mich, so viel. Ja, find's gut. Dieses Abenteuer hat vorläufig ein Ende. Der Regen. Nicht gut für die Flieger und schon gar nicht für die empfindliche Elektronik. Und in der nächsten Folge geht der Traum vom Fliegen weiter. Nicht ganz ohne Angst. Alter Schwede, ey. Jetzt ist schon ganz schön hoch, ne? Eine Ballonfahrt über Weilburg und dem Lahntal.